sinnvolle Reform des Transsexuellengesetzes ist seine Abschaffung. Das Transsexuellengesetz regelt die Namens- und Personenstandsänderung für Transmenschen in Deutschland seit über 40 Jahren. Bedauerlicherweise ist es uns bisher nicht gelungen, das Transsexuellenrecht zu reformieren. Ich finde, kein Staat, kein Mensch und auch kein Richter hat darüber zu entscheiden, ob ich die Frau sein darf, die ich bin. Ich möchte meinen eigenen Namen tragen und der soll in meinen Dokumenten stehen. Ich meine, am Ende des Tages ist es einfach nur ein Name. So, lass mich den doch ändern. Das ist einfach vielen Menschen nicht bewusst, inwieweit das tatsächlich auch, ja, wie gesagt, einfach unser Leben, unsere Freiheit komplett einschränkt. Ist irgendwas passiert, weil ich meinen Namen und mein Geschlecht habe angleichen lassen? Nein, wirklich. Ich habe das damals als absolut demütigend erfahren, diese Begutachtungen. Im Gedächtnis blieb mir vieles und vieles nicht. Und das ist irgendwie etwas, was ich gar nicht mehr greifen kann. Also von der Politik fühle ich mich vor allen Dingen auch schutzlos gelassen, nachdem im Mai das Selbstbestimmungsgesetz quasi abgelehnt worden ist. Wir Grüne wollten mit unserem Entwurf eines Selbstbestimmungsgesetzes erreichen, dass das Transsexuellengesetz abgelöst wird. Das ist aber von Union und SPD deutlich verweigert worden. Und wenn der eine Koalitionspartner es nicht will, der andere nicht wirklich dafür kämpft, dann muss man sich nicht wundern, dass am Ende nichts passiert. Wir können ja trotzdem in Dialog gehen und darüber sprechen und erstmal nur uns als Menschen begegnen. Ich glaube, das ist dieser wichtige Punkt.